Wir beginnen um das 3. Jahrhundert vor Christus. In China wird Suju gespielt, eines der ältesten bekannten Ballspiele. Zwei Mannschaften spielen um einen mit Federn gefüllten Ball, der ohne Einsatz der Hände in ein Netz befördert werden muss. Im antiken Griechenland wird Episkyros, eine weitere Ballsportart, zwischen zwei Mannschaften von 12 bis 14 Spielern gespielt. Ziel dieses Spiels ist es, den Ball mit Händen und Füßen über die gegnerische Linie zu befördern. Die Römer bauten ihr Spiel Harpaston auf diesem Sport auf. Bei Harpaston versuchen zwei Mannschaften, den Ball so lange wie möglich im eigenen Lager zu halten, ebenfalls mit Händen und Füßen. Anderswo auf der Welt werden viele Ballspiele nach lokalen Regeln gespielt. Um das 12. Jahrhundert wird im Nordwesten Frankreichs und auf den britischen Inseln ein Ballspiel gespielt, das auf Französisch Soule und auf Englisch Mob Football heißt. Die Regeln unterscheiden sich leicht von einer Region zur anderen. Weltweit treten zwei Dörfer, zwei Gemeinden oder einfach zwei Mannschaften gegeneinander an, die sich aus mehreren Dutzend Spielern zusammensetzen können. Ziel dabei ist es, den Ball in das Lager der gegnerischen Mannschaft zu werfen. Das kann vor der Tür der örtlichen Kirche, vor einer Mauer oder manchmal sogar in einem Teich sein. Der Ball kann sowohl mit den Füßen als auch mit den Händen gespielt werden. Meistens endet es in gewalttätigen Rangeleien. Im Jahr 1579 geriet in Chesterton ein Spiel zwischen Studenten der Universität Cambridge und Dorfbewohnern außer Kontrolle. In der Folge spielten die Cambridge-Studenten nur noch auf ihrem eigenen Universitätsfeld. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sah man in britischen Colleges und Universitäten Mannschaftssportarten als eine gute Möglichkeit an, junge Menschen in Disziplin, Teamgeist und Führungsqualitäten zu schulen. Gleichzeitig erleichtern die industrielle Revolution und das Aufkommen der Eisenbahn den Austausch. Die Idee, Spiele zwischen den Universitäten zu organisieren, kommt auf. Aber jede Mannschaft spielt nach ihren eigenen Regeln und die ersten Begegnungen sind verwirrend, vor allem zwischen Mannschaften, die hauptsächlich dribbeln, das heißt mit den Füßen spielen, und solchen, die hauptsächlich mit den Händen spielen. Für ein erfolgreiches Spiel ist es daher notwendig, entweder die Regeln im Voraus auszuhandeln oder das Spiel in zwei Halbzeiten aufzuteilen und die eine Halbzeit nach den Regeln der jeweiligen Mannschaft zu spielen. In Cambridge treffen sich regelmäßig Studenten verschiedener Universitäten, um gemeinsame Regeln festzulegen. 1857 wird der Sheffield Football Club als erster unabhängiger Verein in der Geschichte gegründet. Das heißt, er ist nicht an eine Universität oder Institution gebunden. Der Club spielt nach seinen eigenen Regeln, die dem modernen Fußball ähneln. Im Jahr 1863 werden neue und detailliertere Cambridge-Regeln veröffentlicht. Doch nur wenige Tage später veröffentlicht die neu gegründete Football Association, die 11 Londoner Vereine vertritt und der erste Verband der Geschichte ist, ihre eigenen Regeln, die sich an den Cambridge-Regeln orientieren. Die Vereine, die das Spielen mit der Hand bevorzugen und sehen, dass sich die Regeln in Richtung Dribbling entwickeln, schließen sich 1871 zusammen und gründen die Rugby Football Union. Dies markiert den Bruch zwischen dem Rugby-Fußball und der Football Association, die heute eher als Fußball bekannt ist. Im selben Jahr organisiert der Fußballverband den ersten FA Cup. Die Spiele dauern 90 Minuten und werden mit zwei Mannschaften zu je 11 Spielern ausgetragen, darunter zum ersten Mal auch ein Torwart. 1872 findet das erste Länderspiel zwischen England und Schottland statt, das mit einem 0:0, also unentschieden, endet. Zu diesem Zeitpunkt ist das Vereinigte Königreich die führende Wirtschafts- und Kolonialmacht der Welt. Britische Staatsangehörige werden in die ganze Welt geschickt, um dem Empire zu dienen. Eisenbahner in Lateinamerika, Studenten in der Schweiz oder einfach britische Gemeinden gründen überall auf der Welt Vereine, um Football, Rugby-Football oder manchmal eine Kombination aus beidem zu spielen. 1881 fand das erste internationale Frauenspiel zwischen England und Schottland statt. Doch die Tatsache, dass Frauen Fußball spielen, ist verpönt und während des Rückspiels greift eine Männermenge die Spielerinnen an und zwingt sie, in ihren Omnibus zu fliehen. In der ganzen Welt wird der Sport immer beliebter und viele neue Vereine und Verbände werden gegründet. 1902 werden die ersten internationalen Spiele außerhalb des Vereinigten Königreichs ausgetragen. In einem Spiel besiegt Argentinien Uruguay mit 6:0, in einem anderen gewinnt die österreichische Mannschaft mit 5:0 gegen die ungarische Mannschaft. 1904 wird in Paris die Fédération Internationale de Football Association, also die FIFA, gegründet. Ihr gehören zunächst 7 Länder an, deren Aufgabe es ist, internationale Spiele zu organisieren. Frankreich lehnt einen Antrag Englands ab, da es möchte, dass jedes Land durch einen einzigen Verband vertreten wird. Das Vereinigte Königreich hat die 4 ältesten Verbände in der Geschichte und diese wollen nicht fusionieren. Nach einer Abstimmung wird England schließlich separat zugelassen. 1908 bei den Olympischen Spielen in London wird der Fußball zum ersten Mal offiziell zugelassen. Da der Profifußball bei den Olympischen Spielen verboten ist, vertritt die englische Amateurfußballnationalmannschaft das Land und gewinnt die Goldmedaille. Im Jahr 1910 akzeptiert die FIFA ausnahmsweise die Bewerbungen von Schottland, Wales und Irland.
Die vier britischen Verbände konnten also internationale Spiele austragen, aber bei den Olympischen Spielen konnte nur die englische Amateurmannschaft das Land vertreten. 1912 bei den Olympischen Spielen in Stockholm gewinnt sie erneut. 1916, während des Ersten Weltkrieges, feiert Argentinien seine 100-jährige Unabhängigkeit und organisiert ein Fußballturnier mit Brasilien, Chile und Uruguay. Bei dieser Gelegenheit wird die CONMEBOL, der erste kontinentale Fußballverband, gegründet. 1920 gewinnt Belgien bei den Olympischen Spielen in Antwerpen, an denen Ägypten als erstes nicht-europäisches Land teilnimmt. 1924 in Paris gewinnt Uruguay bei seiner ersten Teilnahme direkt die Goldmedaille. Der Fußball wird so populär, dass viele Ligen professionell werden und immer mehr Spieler ihr Land nicht mehr bei den Olympischen Spielen vertreten können, die weiterhin den Amateuren vorbehalten sind. Die FIFA denkt daraufhin über die Schaffung eines eigenen internationalen Wettbewerbs nach, der aus Profimannschaften bestehen soll. 1928, während der Olympischen Spiele in Amsterdam, verkündet die FIFA ihr Projekt, einen eigenen Weltpokal zu schaffen. Nach seinem erneuten Sieg bei den Olympischen Spielen wird Uruguay als Gastgeber der ersten Weltmeisterschaft ausgewählt, die 1930 anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Unabhängigkeit des Landes stattfinden soll. Uruguay verpflichtet sich, für diesen Anlass ein neues Stadion zu bauen. In Europa haben die Spieler und Verbände jedoch wenig Interesse an diesem Ereignis, zumal die Anreise nach Uruguay mit dem Schiff etwa 2 Wochen dauert, sodass die gesamte Reise 2 Monate in Anspruch nimmt. Nach vielen Verhandlungen erklären sich nur 4 europäische Länder zur Teilnahme bereit. Das Endspiel der Weltmeisterschaft wird zwischen Uruguay und Argentinien ausgetragen, deren Rivalität so stark ist, dass erst wenige Stunden vor dem Spiel ein Schiedsrichter gefunden wird, der sich nur dann bereit erklärt, das Spiel zu leiten, wenn er geschützt wird. Beide Mannschaften haben ihren eigenen Ball dabei. Eine Halbzeit wird mit dem argentinischen Ball gespielt, die andere mit dem uruguayischen. Uruguay gewinnt 4:2. 4 Jahre später ist Mussolinis faschistisches Italien an der Reihe, die Weltmeisterschaft auszurichten, die zum ersten Mal live im Radio übertragen wird. Uruguay verzichtet auf die Teilnahme, da die europäischen Länder kein Interesse an der Weltmeisterschaft zeigen. Im Finale gewinnt Italien gegen die Tschechoslowakei mit 2:1. 1936 beschließt die FIFA, die nächste Weltmeisterschaft in Frankreich auszutragen, was den Zorn der lateinamerikanischen Länder hervorruft, die wollen, dass der Pokal abwechselnd auf den beiden Kontinenten ausgetragen wird. Uruguay und Argentinien beschließen daraufhin, nicht teilzunehmen. Spanien, das sich mitten im Bürgerkrieg befindet, nimmt ebenfalls nicht teil und einige Monate vor der WM wird Österreich, das sich qualifiziert hatte, von Nazi-Deutschland annektiert. Im Finale gewinnt Italien seinen Titel durch den 4:2-Sieg gegen Ungarn. Der Zweite Weltkrieg bringt den Wettbewerb für die nächsten 12 Jahre zum Erliegen. Die Weltmeisterschaft wird 1950 in Brasilien wieder aufgenommen. Deutschland und Japan, die besetzt sind, dürfen nicht teilnehmen. Zu Beginn des Kalten Krieges nehmen auch die Länder des Ostblocks nicht teil. Nur 13 Länder nehmen an der Endrunde teil, darunter auch England, das zuvor mit der FIFA im Streit lag und zum ersten Mal dabei ist. Zur Überraschung aller scheidet England jedoch bereits in der Gruppenphase aus, nachdem es gegen die Vereinigten Staaten und Spanien verliert. Dies ist die einzige Weltmeisterschaft, die nicht mit einem Finale, sondern mit einer Finalistengruppe endet. Der Zufall will es, dass sich die beiden Favoriten Uruguay und Brasilien im letzten Spiel gegenüberstehen, das im nagelneuen Maracana-Stadion mit einer Rekordkapazität von 200.000 Zuschauern ausgetragen wird. Ein Unentschieden würde Brasilien nicht reichen, um Weltmeister zu werden. Uruguay gewinnt jedoch mit 2:1 vor einem fassungslosen brasilianischen Publikum. 4 Jahre später ist die Schweiz Gastgeber des Wettbewerbs, der erstmals im Fernsehen übertragen wird. Ungarn, das seit 31 Spielen ungeschlagen ist, ist der Favorit. Doch zur Überraschung aller gewinnt die Bundesrepublik Deutschland das Finale nur knapp durch ein Tor in der letzten Spielminute. 1954 werden die Asiatische Fußballkonföderation und die Union der Europäischen Fußballverbände, kurz UEFA, gegründet. Im folgenden Jahr wird der erste Europapokal der Landesmeister ausgetragen, der Vorläufer der prestigeträchtigen Champions League. Schließlich wird 1957 im Rahmen der Entkolonialisierung die Konföderation des afrikanischen Fußballs von Ägypten, Äthiopien, Sudan und Südafrika gegründet. Letzteres wird jedoch von der ersten Afrikameisterschaft ausgeschlossen, weil das Land die Apartheid praktiziert und keine multirassische Mannschaft hat. 1958 ist Schweden Gastgeber der Weltmeisterschaft. Es ist das einzige Mal, dass die 4 britischen Verbände teilnehmen und es ist die erste Teilnahme der UdSSR. Die brasilianische Mannschaft dominiert dank ihres neuen 17-jährigen Stars Edson Arantes Nascimento, besser bekannt als Pelé, der als einer der größten Fußballer der Geschichte bekannt werden wird. Im Finale schießt er 2 Tore gegen Schweden und sichert Brasilien damit den ersten Titel. 1961 wird die Konföderation des Nord-, Mittelamerikanischen und Karibischen Verbandsfußball gegründet.
Im folgenden Jahr, während der Weltmeisterschaft in Chile, behält Brasilien seinen Titel durch den 3:1-Sieg gegen die Tschechoslowakei. 1963 wird zur Feier des 100-jährigen Bestehens des Fußballverbands im Wembley-Stadion ein Spiel zwischen England und einer FIFA-Weltauswahl organisiert. England gewinnt 2:1. 3 Jahre später ist England Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft. Der Wettbewerb ist geprägt von der ersten Teilnahme Nordkoreas, das seit dem Koreakrieg vom Vereinigten Königreich nicht mehr anerkannt wird. England gewinnt das Finale gegen Westdeutschland. Im selben Jahr wird die Ozeanische Fußballkonföderation gegründet. 1969 finden in Mittelamerika trotz der starken Rivalität zwischen El Salvador und Honduras 3 Qualifikationsspiele für die nächste Weltmeisterschaft statt. Am Ende der Spiele bricht unter großer Spannung und nach einigen Rangeleien ein kurzer Krieg von 100 Stunden zwischen den beiden Ländern aus, bei dem 3000 Menschen ums Leben kommen. Im folgenden Jahr 1970 organisiert Mexiko die Weltmeisterschaft, die erstmals in Farbe im Fernsehen übertragen wird. Um die Sichtbarkeit auf dem Bildschirm zu verbessern, entwickelt Adidas den berühmten Telstar-Ball mit seinem schwarz-weißen Design. Es ist auch die erste WM, bei der mit der gelben und roten Karte gespielt wird. Im Finale gewinnt Brasilien gegen Italien und darf damit den prestigeträchtigen Jules Rimet-Pokal behalten, der an das erste Land gehen sollte, das 3 Weltmeisterschaften gewinnt. Die FIFA schafft daraufhin eine neue Trophäe, die nur für kurze Zeit bei zukünftigen Weltmeistern verbleiben soll. 1974, mitten im Kalten Krieg, richtet Westdeutschland die Weltmeisterschaft aus, unter anderem in West-Berlin, wo die Berliner Mauer die Stadt immer noch trennt. Bei dieser Gelegenheit findet das einzige Spiel der Geschichte zwischen West- und Ostdeutschland statt. Im Endspiel gewinnt Westdeutschland gegen die Niederlande. 1976, gerade als sich Argentinien auf die Ausrichtung der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft vorbereitet, kommt es zu einem Staatsstreich und eine Militärdiktatur übernimmt die Macht. Trotz der Kontroverse organisiert und richtet das Land die Weltmeisterschaft aus, aber die Veranstaltung ist von einer Reihe von Betrugsverdächtigungen zugunsten Argentiniens geprägt, das seine Spiele in gestaffelter Reihenfolge austragen darf und somit den Vorteil hat, die Ergebnisse der anderen Spiele zu kennen. Argentinien gewinnt das Finale gegen die Niederlande. Der Fußball wird in der Welt immer beliebter und bringt durch den Verkauf von Eintrittskarten, Fernsehrechten, Merchandising und Werbung immer mehr Geld ein. Die Vereine werden immer reicher und ziehen immer größere Investoren an, während der Wert der Spieler steigt. Im Jahr 1982 kauft der FC Barcelona den neuen argentinischen Star Diego Maradona für die Rekordsumme von 7 Millionen Euro. Im selben Jahr ist das Spanien der Nachkriegszeit Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft, die erstmals mit 24 Mannschaften ausgetragen wird und weltweit von 1 Milliarde Zuschauern gesehen wird. Die Veranstaltung wird durch das Spiel zwischen Westdeutschland und Österreich getrübt, das als Schande von Gijón bezeichnet wird. Nach einem deutschen Tor verlangsamen die beiden sicher qualifizierten Mannschaften ihr Spiel und eliminieren Algerien. Auf der anderen Seite stehen sich Frankreich und Westdeutschland in einem Spiel voller Wendungen gegenüber, das als erstes des Wettbewerbs im Elfmeterschießen endet. Im Finale siegt Italien gegen die Bundesrepublik Deutschland. 1986 ist Mexiko erneut Gastgeber der Weltmeisterschaft und löst Kolumbien ab, das sich zurückgezogen hat. Diego Maradona ist auf dem Höhepunkt seines Könnens. Während eines Spiels zwischen Argentinien und England schießt er ein Tor mit der Hand, das dennoch für gültig erklärt wird und als die Hand Gottes bekannt wird. 4 Minuten später schießt er eines der schönsten Tore der Geschichte, das als Tor des Jahrhunderts bekannt wird. Im Finale gewinnt Argentinien gegen die Bundesrepublik Deutschland. 4 Jahre später, bei der Weltmeisterschaft in Italien, revanchiert sich Westdeutschland, indem es Argentinien im Finale besiegt. 1991 findet die erste Frauenweltmeisterschaft in China statt, die von der US-Mannschaft gewonnen wird. 3 Jahre später richten die Vereinigten Staaten die Weltmeisterschaft aus. Das wiedervereinigte Deutschland nimmt zum ersten Mal teil, ebenso wie Russland nach dem Zerfall der UdSSR. Das Finale zwischen Brasilien und Italien ist das erste Finale, das im Elfmeterschießen endet. Brasilien gewinnt 3:2. 1998 richtet Frankreich die erste Fußball-Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften aus. Im Finale gewinnt Frankreich durch 2 Tore von Zinedine Zidane mit 3:0 gegen Brasilien. 2001 wird Zidane von Real Madrid für die Rekordsumme von 75 Millionen Euro gekauft. Im Jahr darauf, 2002, richten Japan und Südkorea die Weltmeisterschaft gemeinsam aus. Zur Überraschung aller erreichen die Türkei und Südkorea das Halbfinale. Vor allem aber wird das Endspiel mit Spannung erwartet, denn es heißt Brasilien gegen Deutschland, die noch nie bei einer Weltmeisterschaft aufeinander getroffen waren, während seit 1950 und mit Ausnahme von 1978 alle Endspiele von einer der beiden Mannschaften bestritten wurden. Brasilien gewinnt dank eines Doppelpacks von Ronaldo mit 2:0. Es ist der 5. Titel für Brasilien, das damit seinen Status als beste Mannschaft der Welt festigt.
Im Jahr 2006 ist Deutschland Gastgeber der Weltmeisterschaft. Während des Endspiels zwischen Frankreich und Italien wird Zidane, der das letzte Spiel seiner Karriere bestreitet, wegen eines Kopfstoßes gegen einen Gegenspieler ausgeschlossen. Italien gewinnt im Elfmeterschießen. 2010 ist Südafrika das erste afrikanische Land, das eine Fußball-Weltmeisterschaft austrägt. Die Veranstaltung wird von 3,2 Milliarden Zuschauern verfolgt. Das Endspiel findet zwischen den Niederlanden und Spanien statt, die noch nie eine Weltmeisterschaft gewonnen haben. Spanien gewinnt seinen ersten Titel, während die Niederlande ihr drittes Finale verlieren. Ende 2010 vergibt die FIFA die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 an Russland und Katar. Diese Entscheidungen sind umstritten, denn es besteht ein schwerwiegender Korruptionsverdacht und den beiden Ländern wird vorgeworfen, die Menschenrechte nicht zu achten. Katar investiert nun massiv in den Fußball, vor allem durch den Kauf von Paris Saint-Germain für 70 Millionen Euro. Ziel ist es, den krisengeschüttelten Verein in einen großen europäischen Club zu verwandeln, der in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen. 2013 kommt es in Brasilien, das sich auf die Ausrichtung der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft vorbereitet, zu großen Demonstrationen, um gegen die erhöhten Ausgaben für die Organisation zu protestieren. Im darauffolgenden Jahr treffen Deutschland und Brasilien während der Weltmeisterschaft zum zweiten Mal aufeinander. Dieses Mal gewinnt Deutschland deutlich mit 7:1, was von einem großen Teil der brasilianischen Bevölkerung als Demütigung empfunden wird. Im Finale besiegt Deutschland Argentinien und ist damit das erste europäische Land, das in Lateinamerika gewinnt. 2017 tätigt Paris Saint-Germain mit dem Kauf von Neymar für 220 Millionen Euro den teuersten Transfer der Geschichte. Im Jahr darauf folgt der Kauf von Kylian Mbappé für 180 Millionen Euro. Im selben Jahr findet die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland statt. Das Ereignis wird von der Hälfte der Weltbevölkerung verfolgt. Im Finale gewinnt Frankreich gegen Kroatien seinen zweiten Titel. Von diesem Zeitpunkt an richten sich alle Augen auf Katar, das sich auf die Weltmeisterschaft 2022 vorbereitet. Das kleine Land mit 3 Millionen Einwohnern muss in der Lage sein, mehr als 1 Million Fans zu empfangen und muss daher eine umfangreiche Infrastruktur aufbauen, darunter Hotels, eine U-Bahn und Stadien. 2 Millionen Arbeitsmigranten arbeiten an diesem Projekt. Viele Nichtregierungsorganisationen prangern jedoch das katarische System an, das es den Arbeitgebern erlaubt, die Pässe ihrer Arbeiter zu konfiszieren, um sie an der Ausreise zu hindern, obwohl sie keine Rechte und nicht mal einen Mindestlohn haben. Unter Druck ändert Katar seine Gesetze, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Doch in den letzten 10 Jahren sind bereits mehr als 6.500 Arbeiter auf den Baustellen der Fußball-Weltmeisterschaft ums Leben gekommen. Aus ökologischer Sicht wird auch die Entscheidung, die Stadien unter freiem Himmel zu klimatisieren, stark kritisiert. Nach Katar wird die nächste Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko ausgetragen und soll die erste mit 48 Mannschaften sein. Fußball ist heute die beliebteste Sportart der Welt. Er wird von etwa 275 Millionen Spielern gespielt, darunter 13 Millionen Frauen, und bringt weltweit etwa 400 Milliarden Euro ein.